Die Treiber haben heute noch einen Hirsch gefunden. Wir wissen nicht, ob der geforkelt war. Ja, es war heute Morgen im ersten Treiben, dass die Hunde eine Sau gebunden haben, eine ziemlich starke. Der Hundeführer dann Gott sei Dank reaktionsschnell sich in diese Richtung begeben hat. Das war also wirklich Aktion in höchster Not, um aus Tierschutzgründen weiteren Stress bei der Sau zu verhindern und vor allen Dingen um die Hunde, dass die nicht geschlagen werden. Ja. Wir sind in der schönen Altmarkt in der Nähe von Flechting. Wir jagen jetzt die nächsten zwei Tage in dem Privatrevier der Familie Simons von Bockum-Dolfs. So ein 1400 Hektar Waldrevier, umgeben von Agrarsteppe, solitäre Lage. Und wir wollen mal sehen, ob wir hier etwas Schwarzwild, Rehwild, Rotwild und Dammwild zu Gesicht bekommen und dann auch erlegen. Herzlich willkommen, highly welcome hier in Bödensel for our 2 days hunt. Zu unserer zweitägigen Jagd. Ich begrüße besonders unsere Gruppenleiter, die hier eben erschienen sind, die ich auch gleich einzeln aufrufen werde und dann die Schützen zuteile. My name is Magnus. Königin unter den deutschen Patronen, 9374R, Evolution Green, empfohlen von RWS, aber auch von Schweißhundführern. Wir haben jetzt ein zweistündiges Treiben bis 10.30 Uhr. Ja, gucken wir mal, was hier so passiert heute. Wetter spielt uns in die Karten. Es ist zwar ein bisschen frisch, aber nicht nass. Die Hunde haben schon eine Sau gepackt. Haben wir denn den anderen Bereich abgestellt, abgesetzt zur Straße hin? Wir haben alles abgestellt. Ah, okay. Alles klar. Jo, ciao. Und wir haben hier eben noch miteinander gesprochen und jetzt sind plötzlich die Sauen vom Nachbarschützen uns angewechselt und natürlich voll in die Hundemeute reingeflüchtet. Und jetzt geht die ganze Jagd leider für den Zuschauer in die falsche Richtung. Das ist so. Also man denkt, jetzt ist der Drops gelutscht im Grunde genommen und jetzt bringen die Hunde die Sauen wieder zurück, also links von uns und links hinter uns und hier rechts von uns auch. Es fielen auch eben Schüsse, also die scheinen sich heute unheimlich zu stecken. Das war der Russe. Hör mal, Johannes, es sind Muffel im Treiben. Wirklich? Ja, und jetzt hätte der eine eben eine Dublette schießen können. Sind Muffel frei? Wir haben einen Muffel insgesamt frei. Das ist echt krass. Die gehen eigentlich niemals über die Bahn rüber. Since 25 years, we never had Mufflon here. Since 25 years. It's a big surprise. Have there been two Mufflon? Yes. Ja. And in Meinert, Borchers called me, I saw Mufflon. I said, cannot be, we don't have Mufflon here. Mika, you are here coming the first time from Moscow. Since 25 years, we don't have any Mufflon. But you come, see and win. This is a fantastic Mufflon. I have to say, white man's high. And this is for you and your head. Das ist jetzt rein hypothetisch, weil wir das Muffelwild seit 16 Jahren oder 20 Jahren hier nicht mehr hatten. Ich vermute das ganz einfach, dass sich das Muffelwild umstellt, sich neue Lebensräume erschließt, wenn der Prädatorendruck zu groß wird. Die Schweden sind ja schon mit die Ersten gewesen. Die sind ja über Jahre hergekommen und kennen das Revier. Die sehen solche Veränderungen auch und vielleicht haben die Schweden das schon viel mehr im Blut, zu erkennen, wie sich das Wild verhält, ob es am Wolf liegt oder an anderen Prädatoren. Die haben ja auch noch den Braunbär. Denn wir wissen ja auch, dass das ganze Rotwild sich hier in der Nachbarschaft 10 Kilometer entfernt in Großrudeln inzwischen einfindet. Wenn der Prädatorendruck hier zunimmt, dann gibt es beim Rotwild auch Verhaltensänderungen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass jetzt in den letzten Tagen auch hier die Wölfe waren und das natürlich zu einer Veränderung beim Wild sorgt. Hallo, Herr Meier. Du kommst vom Wernstepper von Tosa. Thank you.
Rehwild gesehen, was ich gar nicht gesehen habe. So ein bisschen der Nachteil auf so einer Engkanzlau. Du hörst ja, wie Anton jagt. Der ist jetzt hinterm Dammwild her. Und es kam... So. Wie immer, wenn du mich ablenkst und mir Geschichten von Rügen erzählst. Da waren 6, 7 Frischlinge, meine ich, braun. Und da muss ich mal, man möge es mir nachsehen, kurz das Interview unterbrechen. Und auf einen Frischling schießen, so auf 50 Meter. Und bin sauber abgekommen und denke, der muss da liegen. So kannst du mich weiter fragen. Ja. Nach dem Wetter, nach Borussia Dortmund. Ist das wirklich ein Thema, was wir heute nochmal in Angriff nehmen wollen? Borussia Dortmund. Ja. Immer gibt ja nur eine wahre Liebe. Ja. Auch nach dem letzten Spiel. Ja, das war ja, um die Bayern in Sicherheit zu wiegen. Ja. Das war Taktik. Taktik. Taktik, die mich aber zur Weißglut gebracht hat. Die habe ich bis heute nicht verstanden. Lass uns das Thema wechseln. Okay. Lass uns jagen. Ja, lass uns jagen. Heute Morgen haben wir gar nicht schlecht gesessen auf dem neuen Hochsitz. War auch reichlich wild drin, nur nicht bei uns. Die Sauen sind ja relativ früh von den Hunden hochgemacht worden. Das passiert halt, dass es bei den Nachbarn drumherum Bewegung gibt und bei uns weniger, halb so wild. Dafür kam zum ersten Mal seit 16 oder 20 Jahren wieder Muffelwild hier in der Region vor. Weil wir heute Nachmittag auch Muffelwild hier oben im mittleren Bereich hatten, 2 Altschafe und Lämmer. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass die hohe Wolfspopulation dazu führt, dass wir plötzlich Muffelwild auf Flächen haben, die wir seit Jahren nicht mit Muffelwild, sage ich mal, als Einstandsgebiet hatten. Dass wir hier oben Dammwild haben, das wissen wir ja seit vielen Jahren. Und es fällt ja auch auf dieser Jagd immer Dammwild. Das Schöne ist, dass mein Nachbar den Finger gerade gelassen hat. Dann habe ich der Wildbahn hier dieses Dammhirschkalb entnommen. Und während du mich dann wieder interviewst und ablenkst, wie immer, um das Neueste von Borussia Dortmund zu erfahren, kamen dann eben im rechten Bereich dann noch 6, 7 Frischlinge, von dem ich auch einen erlegen konnte. Und die Sau, die ich heute Morgen oder heute Nachmittag als erstes beschossen habe, die zeigt tiefe Eingriffe und eine Fluchtfährte. Da müssen wir mal gucken. Da finde ich keinen Schweiß, keinen Schnitthaar. Da müssen wir noch mal mit dem Hund hin. Es war so, wie es eigentlich immer hier oben ist. Und jetzt wollen wir mal sehen, was wir zu Wege gebracht haben. Also, so gesehen, wunderschöner Nachmittag, großzügige Nachbarn, was willst du mehr? Wer ist denn der Schwede? Wie hier, ja. Did you shoot the big Tyler? Yeah. Congratulations. Thank you. You're welcome. You're the king. Okay. Thank you. You are the one. Perfect. Perfect. It's a big Tusker. It's a really big one. You know that. I'm happy that you got this. Yeah. Can I take a beer? You can have 10 beers today. Thank you. Oh, perfect. Perfect, dass wir die Sau gekriegt haben. Super. Die Auflösung, Kai-Uwe. Ja. Ja, die Auflösung ist, dass der Schwede, mein Nachbarschütze, diesen dicken Keiler erlegt hat. Mit großer Freude nehme ich das zur Kenntnis. Ja. And you bring the gun and you reload. Ja. You close it. It's ready for fire again. Oh ja. So you don't have to uncock or whatever. No. So. And I have to remember to. Our second hunting day, and you know, responsible for the weather conditions are the guests. Slipper regnet. Jag slår på vyant. Brevet börjar. Om du tänker att vägen vi åkte på. Mm.
där min bil stod, eller? Ja, då är jag med. Då kommer hon från vänster på mitt hus. Fredrik, en kompis till mig, fick tre vildsvin på sig och han sköt ett av dem och de andra två är på väg hit. Så vi får se om de kommer. My friend Fredrik just shot one wild boar out of three. And the two others is heading our direction. So we'll see what happens. Ja, där kommer en liten. There. Wait, the beater. I couldn't shoot before the beaters was there, and they were so small. So this is very important. It's standing close to front of me. Then you have to put the bullet in here, so it's going out in the right place. And not much damage? No. Not much. Very nice. Zweitmanns Heil. Zweitmanns Dank. Wirklich so im dritten Schuss, flop, einmal rum. Wahnsinn. Wie weit war? Über die Wiese. Ja. 50, 60 Meter. Ja, gut. Gut. Also ich habe gesehen, dass es ein großes Schwein war und ich habe gesehen, dass es ein Keiler ist, aber so ein Keiler? Kurz zum Resultat, es sind einige Sauen gefallen, einige Stücken Rehwild. Mit großer Freude sehen wir dort auch einen sehr ordentlichen Keiler. Wir haben heute Morgen auch einen sehr professionellen Einsatz des Hundeführers erlebt, der eine gestellte Sau sehr professionell abgefangen hat und damit auch den Schaden von seinen Hunden abwehren konnte und aus Tierschutzgründen auch die Sau sauber abgefangen hat. Das war professionell, das möchte ich auch mal erwähnen, dass wir solche Jagden eigentlich nur durchführen können, mit Profis und nicht mit Hobbyhundeführern. We will hunt until 3 o'clock in the afternoon and then we collect the game and we will meet here, have some coffee, tea and so on and then we will present the tableau and would say, like in Sweden, happy hunting. Also, ja, Weidmanns Heil, viel Spaß. Hunde werden laut. Ja. Letztes Treiben. Da ist reichlich Bewegung im Spiel. Nur wir beschäftigen uns mit eleganten, schönen Patronen. Und um uns herum ist Action. Das erlauchte Publikum weiß schon, was hier passiert. Wer ist ein Eichhörnchen? Der Teufel. Mag er uns heute Nachmittag wiederholt sein? Wir können es nicht ändern, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt schon das Aftershave gewechselt auf Old Spice, weil die Schweden das tragen, ja. Jetzt den Anschluss an seine Kumpels. Vielleicht stehen wir auch, haben wir den Wind in falscher Richtung, keine Ahnung. Die Hundeführer sind jetzt vor uns. Ja, keine Chance. Wie ich gesagt habe, war ein Reh oder war Rehwild und er ist jetzt in voller Flucht dort hinten in den Bestand rein. Keine Chance für mich. Also, die Einschläge kommen näher. Nur, ich glaube, auf unserer offenen Fläche hier, so schön das ist für einen Kameramann, Sichtfeld zu haben, ich
glaube, das Wild. Geht mir durch die Waldbrücken da, wo es dunkler ist. Aber jetzt ist es ja doch so nah. Unser direkter Nachbar schießt dreimal. Und die haben da oben Sauen losgemacht. Da ist die Sau, da geht die Sau durch. Das war eine starke Sau. Das war eine ganz starke Sau, die da durchging. Mein lieber Mann. Aber nicht zu packen. Wie sagt man so schön auf Rügen? It is how it is. Also das war schon ein Mordskavins, Mann. Michael, two days. Hunt here in Germany and you always succeeded, different game species. I like to say Weidmann's Heil. Oh, thank you. Yeah, Weidmann's Heil. And I give you the branch for your cap. You are a successful hunter. Right thank combination, you. Right person at the right place. Thank you. Yeah, you're welcome. So, I will wait you in Chukotka. You will invite me to Chukotka. This is too tough for me. Heute haben wir im Grunde genommen eine Strecke liegen, die im Schnitt, also im Durchschnitt liegt. Ich muss sagen, gestern Nachmittag war das natürlich in Ordnung. Gestern Morgen, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, haben wir da was gesehen? Wahrscheinlich nichts gesehen. Dann haben wir uns gesteigert mit der Semprio, ganz überzeugend. Die fliegt super in die Wange. Das kann man sich ja im Film auch angucken, auch wenn man abgelenkt ist. Das Ding funktioniert. Ich habe ja schon länger eine, allerdings mit einer anderen Schaftausführung, als ich sie gestern geführt habe. Von der Schnelligkeit her und dem Vorteil, die Hand am Pistolengriff lassen zu können, hat das Gewehr natürlich eine ganze Reihe Vorteile. Dass die nicht leicht ist, um gleich mal der erlauchten Zuschauerschaft das zu sagen, die würde ich auch nicht unbedingt in die Karpaten mitnehmen. Mit der Optik, die ich sonst normalerweise habe, dafür ist sie mir zu schwer. Aber hier auf dem Ansitz und auf der Drückjagd ist die spitze. Und mit 5 Schuss ist man eigentlich auch gut ausgestattet. Die schießt sich butterweich. Weicher als im letzten Jahr. Die 9374R, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich nichts verrutscht, ist nichts verrutscht bei mir auf dem Kopf. Wie sich das gehört, wir brauchen euch immer und es gibt hier eine kleine Spende für die Weihnachtsfeier. Der Chef schmeißt noch einen Frischling oben drauf. Absolut. Und dann lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr gesund wiedersehen. We thank the Beaters, we thank the Beaters and the Dog Handlers. Ja, ja, Susi und Anka. We thank you also für euren Service. Bleibt frisch und knackig, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Vielen Dank den Bläsern.